Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und wir freuen uns auch, meine Frau und ich, dass wir schon einige Tage in diesem schönen Land verweilen durften, hier in der schönen Schweiz. Dank der Hilfe unserer Freunde konnten wir verschiedene schöne Plätze der Schweiz kennenlernen. Und das war ein großes Erlebnis für uns. In Deutschland, wenn wir irgendwo eine einigermaßen schöne Landschaft haben, aber dies natürlich nicht mithalten kann mit der Schweiz, dann bezeichnen wir diese Landschaften immer irgendwie mit der Schweiz. Und so haben wir eine holsteinische Schweiz und eine sächsische Schweiz. Aber es ist natürlich nicht so schön wie die Landschaft hier in der Schweiz. Das drückt sich dadurch ja auch schon aus. Ja, schön, dass wir jetzt hier sein dürfen und einige Tage über bestimmte Themen nachdenken können. Es war eines Abends, als der Vater seinen kleinen Sohn zu Bett bringen will und das Abendgebet mit ihm sprechen will. Da stellt der kleine Junge noch eine Frage und sagt: Papa, sag mal, woher kommen eigentlich die Menschen? Und der Vater will es kurz machen, weil es schon spät ist, und sagt: Weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, Staub gemacht. Nun lass uns beten, es ist schon spät. Dann sagt der Junge: Moment, ich habe noch eine zweite Frage, die musst du mir noch beantworten. Sag mal, wohin gehen eigentlich die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater hat wieder eine kurze Antwort und sagt: Ja, weißt du, sie werden wieder zu Staub. In dem Moment fasst der kleine Junge unter das Bett, holt eine Handvoll Staub vor und sagt: Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen, dieser Junge hatte intensiv nachgedacht über ganz grundlegende Fragen, die uns ja auch bewegen. Wir haben ja auch die Frage: Woher kommen wir und wohin gehen wir? Und gerade diese beiden Fragen wollen wir heute Abend auch einmal uns näher anschauen. Woher kommen wir eigentlich? Das soll uns bewegen, und im letzten Teil werde ich auch Antwort geben auf die Frage, wohin wir gehen. Das sind ganz zentrale Fragen, die wir das ganze Leben lang eigentlich mit uns schleppen, und wir suchen eine verbindliche Antwort. Ich habe das Thema mal genannt: der Mensch, Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion. Oder man könnte auch diesen Titel wählen: Was Darwin noch nicht wissen konnte. Das werde ich heute erklären. Wo Darwin überhaupt keine Ahnung von gehabt hat. Hätte er das gewusst, was wir heute wissen, er hätte bestimmt nicht diese Lehre in die Welt gesetzt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das, was uns heute Abend bewegen soll, sind diese 8 Punkte, die ich hier einmal genannt habe. Ich werde von Punkt 1 bis Punkt 6 nichts über die Bibel sagen, nichts über Gott, weil wir erstmal zeigen wollen, wie weit wir wissenschaftlich denken können heutzutage, um diese Antworten schon alleine aus der Sichtweise der Wissenschaft geben zu können. Aber wir werden feststellen, die Wissenschaft kann uns nicht alles beantworten, und dann werden wir die Grenze überschreiten, und im letzten Teil werden wir dann über die Bibel sprechen. Also so viel zur Orientierung. Wir schauen uns erstmal zunächst Systeme an, die mit Informationen arbeiten. Hier sehen wir ein Bild von Darwin, und heutzutage, so kann man sagen, weltweit folgen viele Menschen der Idee von Darwin, nämlich, dass sich aus der Materie heraus das Leben entwickelt hat. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass man heute im 21. Jahrhundert daran noch glaubt. Ich werde im Verlauf des Vortrags zeigen, warum man das heutzutage nicht mehr glauben kann, aus wissenschaftlichen Gründen. Für die Frage der Herkunft des Menschen gibt es nur zwei Antworten. Entweder, wie das der Karikaturist hier im linken Bild dargestellt hat, dass es eine Evolution gegeben hat, über Millionen von Jahren hinweg, aus dem Tierreich entwickelt zum Menschen hin. Oder wie im rechten Bild, wie es der italienische Künstler dargestellt hat, dass es am Anfang ein erstes Menschenpaar gegeben hat, das ein genialer Schöpfer gemacht hat. Diese beiden Ideen stehen in Konkurrenz. Und wir wollen wissen, welches ist die richtige Idee.
Und am Ende des Vortrags so hoffe ich, dass wir die Antwort sehr klar geben können. Wer von der Evolution herkommt, dem wurde beigebracht, dass das Leben entstanden ist durch Prozesse wie Mutation und Selektion, Isolation, lange Zeiten, Zufall und Notwendigkeit und etwas, was in vielen Fällen vergessen wird, aber ganz grundlegend für das System der Evolution ist, und das ist der Tod. Und darum werden wir uns mit dem Tod auch noch beschäftigen müssen. Definitionsgemäß kennt die Evolution überhaupt kein Ziel. Es geht alles ziellos, weitgehend dem Zufall überlassen, wie das Ganze sich entwickelt. So ist diese Grundidee der Evolution. Ich selbst bin Informatiker und werde aus meinem Fachgebiet heraus, aus der Sicht der Informatik, heute Abend Antworten geben, von denen ich hoffe, dass sie von allen verstanden werden, weil ich das mit Bildern viel untermalen werde und dass wir dann eine klare Sicht über die Herkunft des Menschen bekommen. In der Welt, in der wir leben, haben wir drei verschiedene Bereiche zu unterscheiden. Das ist die Materie, die Information und das Leben. Die Idee des Materialismus besagt, es gibt nur Materie in dieser Welt. Es gibt nichts anderes. Und alles, was wir in dieser Welt vorfinden, ist irgendwie aus der Materie entstanden. Soweit die Idee des Materialismus. Aber diese Idee ist überholt, sie ist falsch. Wenn man sie an der Wirklichkeit misst, stellt man fest, diese Idee ist eine Irrlehre. Wenn wir diese drei Bereiche verstehen wollen, wie sie wirklich funktionieren, dann ist es angemessen, sich die Naturgesetze anzusehen in diesen Bereichen. Die Naturgesetze haben die allerhöchste Aussagekraft in der Wissenschaft. Keine Theorie, keine Spekulation, nichts sonst, was wir in der Wissenschaft haben, kann heranreichen an die Aussagekraft einer der Naturgesetze. Wenn ein Naturgesetz zu irgendeinem Vorgang Nein sagt, dann ist das ein absolutes Nein und dann kann es nicht funktionieren. Und so werden wir jetzt darauf hinausarbeiten, dass wir Naturgesetze der Information heute Abend kennenlernen. Dazu zunächst mal hier ein Bild. Wir sehen eine Laufmaschine. Diese Maschine hat 6 Beine, also etwas, was man zum Laufen braucht. Aber man kann sie noch so gut konstruieren, die Maschine wird nicht laufen können. Sie braucht einen Computer und dort ein Programm. Und mit Hilfe dieses Programmes kann diese Maschine laufen. Und sie kann sogar auf einer ebenen Fläche laufen, auch die Treppe hochgehen und auch wieder runtergehen. Und jetzt wollen wir ein Gedankenexperiment machen, das werden wir alle sehr leicht verstehen können. Stellen wir uns einmal vor, wir werden das gesamte System auf eine sehr genaue Waage legen und wägen jetzt die gesamte Masse. Und wir nehmen eine sehr genaue Waage, sodass wir viele Stellen nach dem Komma haben, sodass wir ganz genau wissen, wie groß die Masse des gesamten Systems ist. Dann löschen wir das Programm. Dann kann natürlich die Maschine nicht mehr laufen. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt das ganze System noch einmal wägen, was wird passieren? Wird die Anzeige auf der Waage jetzt kleiner sein als vorher, gleich geblieben sein oder vielleicht sogar schwerer geworden sein? Das ist eine Frage, die jetzt sehr wichtig ist und darum wollen wir einfach mal demokratisch abstimmen. Wir wollen einfach mal die Frage stellen, wer ist dafür, dass nach dem Löschen des Programms das gesamte System leichter geworden ist? Mal Handzeichen bitte. Ich sehe keinen. Wer ist dafür, dass es gleich geblieben ist? Das ist die überwältigende Mehrheit. Und wer ist der Meinung, dass es schwerer geworden ist? Eine Meldung. Ja, aber das ist gute Demokratie. Also wir haben jetzt durch demokratische Methode herausgefunden, diese Maschine wird nach dem Löschen des Programms die gleiche Masse haben. Und jetzt kann ich nur sagen zu allen, die so gestimmt haben, herzlichen Glückwunsch.
Wenn Sie bei mir in der Informatik in der Prüfung wären, Sie würden alle eine Eins kriegen. Ganz hervorragend. Das war die richtige Antwort. Was ist daran so wichtig, an dieser Antwort? Nun, wichtig ist daran, dass wir erkennen, dass Information, wir haben ja Information gelöscht, dass Information eine nicht materielle Größe ist. Information hat nämlich mit der Materie absolut nichts zu tun. Das ist sehr wichtig. Ist keine materielle Größe. Diese Aussage ist so wichtig, dass wir späterhin sehr weitgehende Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Aber wir haben schon ein sehr weites Stück erkannt. Das ist wichtig. Jetzt schauen wir uns einmal so ein paar Details am Menschen an. Hier sehen wir auf diesem Bild das Gehirn. Das Gehirn hat etwa 100 Milliarden Neuronen, das sind diese Bauelemente. Und das Entscheidende beim Gehirn ist, das werden wir höchstwahrscheinlich gar nicht vermutet haben, das Gehirn ist in der Lage, 10 hoch 18 Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde auszuführen. Das ist 1 Million mal 1 Million mal 1 Million. Das ist nicht zu fassen. Was rechnen wir eigentlich ständig? Rechnen wir da ständig aus die 728. Wurzel aus 3.676,7 oder was tun wir? Also eine wichtige Frage, auf die ich also späterhin auch eine Antwort geben will. Hier sehen wir so ein Bauelement des Gehirns. Das ist so ein Neuron oder eine Nervenzelle, ein sehr kompliziertes Gebilde, das einem Computer ähnlich ist, aber viel mehr leisten kann. Hier sehen wir ein Bild des menschlichen Körpers und wie er durchzogen ist durch viele Nervenfasern. Allein im Gehirn haben wir Nervenfasern, die aneinandergereiht eine Länge von 500.000 Kilometern haben. Das ist eine immense Länge. Nur im Gehirn. Nehmen wir noch alles dazu, was im Körper verdrahtet ist, also außerhalb des Gehirns, dann kommen wir auf eine Länge von 380.000 Kilometern. Davon hat Darwin nichts gewusst, dass wir so intensiv mit Informationskabeln ausgerüstet sind. Wir sehen also schon daran, die Information spielt also in unserem Leben eine unvorstellbar große Rolle. Wir würden den Menschen nicht verstehen ohne Information. Das Gehirn hat 100 Milliarden Schaltelemente, sagte ich. Das ist ungefähr so, die Zahl entspricht etwa der Anzahl der Sterne in unserer Milchstraße. Würde man einen Schaltplan von dem Gehirn kennen, müsste man mehrere Quadratkilometer eng beschriebenen Papiers zur Darstellung dafür benötigen. Ein Quadratkilometer sind 1 Million Quadratmeter. Und wer sich in der Technik auskennt, der weiß, ein Quadratmeter, das ist gerade eine DIN A0-Zeichnung und da kriegt man schon sehr, sehr viel drauf. Aber niemand kennt die Schaltung des Gehirns. Aber damit wir uns eine Vorstellung machen von der Komplexität, wenn man ein einziges Neuron beschreiben wollte mit Buchseiten, dann würde man 40 Buchseiten dazu benötigen. Da wir 100 Milliarden Neuronen haben, würden wir 4.000 Milliarden Seiten benötigen. Insgesamt käme dabei eine Bibliothek heraus, die noch 500 Mal größer ist als die große Kongressbibliothek in Washington. Und dort in dieser großen Bibliothek, eine der größten der Welt, haben wir 20 Millionen Bände. Jetzt sehen wir einmal daran, wie komplex das Gehirn ist und warum bis heute die Wissenschaft überhaupt keine Antwort darauf geben kann, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Das gehört zu den großen weißen Flächen der Unwissenheit in der Wissenschaft. Ich lese immer wieder neu, wenn ich es irgendwo finden kann, einen neuen Artikel über das Gehirn. Und wenn ich es gelesen habe, stelle ich fest, man ist nicht einen Millimeter weitergekommen. So kompliziert ist das, so unvorstellbar komplex. Das kann man daran deutlich erkennen. Das Gehirn steuert nun alle Organe unseres Körpers. Hier zum Beispiel die Niere. 1,2 Liter Blut werden pro Minute dort durchgesetzt.
Das wären 1700 Liter pro Tag. Und wir erzeugen 180 Liter Ultrafiltrat pro Tag. Das wären 18 Eimer Primärurin. Wenn wir das zur Toilette bringen müssten, wir kämen überhaupt nicht mehr von jenem Örtchen runter. Und darum hat der Schöpfer sich etwas unvorstellbar Geniales einfallen lassen. Er hat ein Prinzip entwickelt zur Rückgewinnung des Wassers und aller lebensnotwendigen Stoffe. Und darum hält sich das alles in Grenzen, wie man sie noch gut ertragen kann. Hier sehen wir ein Bild des menschlichen Herzens. Es schlägt 100.000 Mal pro Tag. Das sind 2,5 Milliarden Mal in 70 Jahren. Die tägliche Fördermenge beträgt 7 Kubikmeter. In 70 Jahren haben wir, wenn wir das Alter erreicht haben, das große Empire State Building in New York mit Blut vollgepumpt. Eine unvorstellbare Leistung, 70 Jahre ohne Reparatur, ohne Ersatzteile im Allgemeinen. Das ist eine technisch vollendete Erfindung, die wir hier sehen. Und jetzt kommt etwas weiteres Geniales. Alleine wenn wir diesen Aspekt verstanden haben an den roten Blutkörperchen, dann können wir sofort erkennen, dass eine Evolution vollständig unmöglich ist. Das will ich ein wenig erläutern. In unserem Blut haben wir 25 Billionen U-Boote. Das sind ja U-Boote, die im Blut schwimmen, die roten Blutkörperchen. Und sie sind sehr klein, sie haben eine Dicke von 2 Mikrometern und einen Durchmesser von 7,5 Mikrometer. Sie haben die Aufgabe, Sauerstoff überall an jede beliebige Stelle des Körpers zu bringen und CO2 zurückzubringen zur Lunge, wo es ausgeatmet werden kann. Das Besondere an dem Blutkörperchen ist das Hämoglobinmolekül. Und wir sehen hier auf der linken Seite des Bildes die Struktur eines solchen Moleküls. Dieses Molekül hat 4 Ketten. Und diese Ketten bestehen aus Aminosäuren. Diese haben eine bestimmte Länge und die Aminosäuren haben eine bestimmte Reihenfolge. Und jetzt ist das so konstruiert, dieses Hämoglobinmolekül mit den 4 Ketten, dass es genau passend ist zu dem Sauerstoffbedarf der Luft, in der wir leben. Ganz genau. Aber jetzt kommt Folgendes hinzu: Während der Embryonalentwicklung ist ein anderer Sauerstoffbedarf erforderlich. Bis zum 3. Monat gibt es ein anderes Hämoglobinmolekül mit einer anderen chemischen Formel und muss in den chemischen Fabriken hergestellt werden nach diesem Rezept. Dann ändert sich der Sauerstoffbedarf nach dem 3. Monat und jetzt wird die gesamte Produktion der chemischen Fabriken umgestellt und stellt ein anderes, ein neuartiges Hämoglobinmolekül her. Und das geht bis kurz vor der Geburt. Und dann wird das Erwachsenenhämoglobin gebraucht, das in der Lage ist, passend zu sein zu dem Sauerstoffgehalt der Luft. Und schon im Vorgriff fängt die gesamte Produktion an, sich umzustellen auf die neue Formel. Bis heute ist noch kein Chemiker in der Lage, wenn man eine solche Formel vorgibt, im Voraus zu berechnen, welche Struktur dieses Gebilde im Raum annimmt. Das ist heute nicht möglich mit den Computern. Das ist Fakt. Wie aber geschieht das jetzt hier im menschlichen Körper? Wir können sofort erkennen, diese 3 Hämoglobinmolekülarten müssen von Anbeginn, vom ersten Mal richtig sein. Da darf nichts probiert werden mit Mutation und Selektion. Das wäre der absolut sichere Tod. Aber wir leben. Was ist die Konsequenz? Es muss jemand ganz exakt programmiert haben, sodass wir dadurch durch das Embryonalstadium gekommen sind und am Leben sind. Hier ist überhaupt nichts möglich mit diesem Fantasiegebilde von Mutation und Selektion. Mutation und Selektion gibt es, aber die sind ungeeignet, um etwas so Kompliziertes zu konstruieren und zu bilden. Das ist sehr wichtig, wenn wir das zur Kenntnis nehmen. Hier sehen wir ein Bild aus der Zeit der Embryonalentwicklung oder ich möchte sagen ein Foto aus der Zeit,
als wir noch alle gleich ausgesehen haben. Das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen geändert, wie wir ganz schnell an unserem Nachbarn erkennen können. Dieses hier, was wir hier sehen, ist eines wohl der kompliziertesten Informationsverarbeitungssysteme, die wir überhaupt in dieser Welt kennen. Hier geschieht nichts, aber auch absolut nichts Zufälliges, sondern alles wird gesteuert durch Information. Unser Gehirn steuert alle Organe unseres Körpers, die Niere, die Leber, alle unsere Reflexe, alles wird vom Gehirn gesteuert durch sehr komplizierte Programme. Und aus diesem Grunde brauchen wir eine so hohe Rechengeschwindigkeit, aber das wird an den folgenden Beispielen nochmal deutlich. Unser Sohn hat mir hier diese Karikatur gezeichnet und wir sehen alle schon, das erinnert an den Besuch bei einem Augenarzt. Und darum geht es auch jetzt. Ich will kurz etwas sagen über das Auge. Wir haben pro Quadratmillimeter 400.000 Sehzellen. Wir sind in der Lage, eine Adaption durchzuführen bezüglich der Lichtstärke um den Faktor von 1 zu einer Billion. Das kleinste Licht, was wir gerade noch wahrnehmen können, ist das Licht weit entfernter Sterne, die wir gerade noch als Lichtpunkt wahrnehmen können. Und das hellste ist wohl das, was man hier in der Schweiz erleben kann, wenn das Sonnenlicht auf Gletschern scheint und das da reflektiert wird. Es gibt kein technisches Gerät dieser Welt, das in der Lage ist, einen solchen weiten Bereich zu überspannen, ohne Messbereichsumschaltung. Die Verarbeitung des Bildes geschieht im Gehirn. Wir machen gleichzeitig zwei Bilder, das heißt, wir haben zwei Kameras, mit denen wir filmen. Und jetzt muss etwas unvorstellbar Präzises im Gehirn geschehen. Diese beiden unterschiedlichen Bilder werden im Gehirn zusammengefügt zu einem einzigen Bild. Wenn wir uns hier einmal umschauen, wir sehen immer nur ein Bild. Normal wäre es eigentlich, dass man zwei Bilder sieht und irgendwo wäre eine Nahtstelle. Aber das Programm ist so genial gemacht, dass das in jedem Augenblick live geschieht, dass die Bilder zusammengefügt werden zu einem einzigen. Und das kostet, wer sich in der IT-Technik auskennt, unvorstellbar viel Rechenzeit und Speicherkapazität, um so etwas auszuführen. Darum braucht das Gehirn diese hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Hier sehen wir die Konstruktion der Augenlinse, auch ein sehr genial konzipiertes Gebilde. Diese Augenlinse ist eine Kamera, die in einer Kamera sitzt, wo es nur eine Linse gibt. Unsere modernen Kameras haben mehrere Linsen, die zueinander verschoben werden, um auf diese Weise die Brennweite einzustellen. Hier wird die Brennweite eingestellt durch Veränderung der Form. Und wir sehen das hier in der mikroskopischen Vergrößerung. Es sind Proteinschichten, die aufeinander gelagert sind und zwischen jeder Proteinschicht gibt es ein Nahtsystem, sodass das Ganze elastisch gelagert ist. Aufgrund dieser elastischen Verbindungen ist es möglich, die Form zu verändern und damit die Brennweite des Auges so einzustellen, wie es gerade gebraucht wird. Jetzt kommen wir zum Hören. Auch hier ist es atemberaubend, was das Ohr leistet. Von der Hörschwelle bis zur Schmerzschwelle haben wir wieder einen Faktor von 1 zu einer Billion. Würden wir uns vorstellen, einen Menschen vergrößert von der Erde bis zum Mond, das wäre so ein Faktor von 200 Millionen, dann könnte dieser Mensch, wenn er jetzt so vergrößert ist, eine Trommelfellauslenkung von 2 Millimetern noch wahrnehmen. Das ist gewaltig. So empfindlich ist unser Ohr. Wenn wir einmal durchzählen, wie viele Ohren haben wir? Wir haben 6 Ohren. Das wird uns vielleicht etwas in Erstaunen versetzen, ist aber so. Nämlich, wir hören mit 2 Ohren zunächst. Der Schall trifft auf die beiden Trommelfelle. Das wären 2 Signale. Eine 5000 Sekunde kommt der Schall, indem es in der Ohrmuschel umgelaufen ist, nochmal aufs Trommelfell. Und so haben wir schon 4 Signale, die zum Gehirn weitergeleitet werden. Wenn man 4 Signalpunkte hat und die alle miteinander verbindet,
dann kommen wir auf 6 Verbindungen. Das heißt, das menschliche Ohr ist so konstruiert in Kombination mit dem Gehirn, als hätten wir 6 Ohren, mit denen wir hören. Das ist auch nötig. Dadurch können wir die Richtung ausmachen, wo der Schall kommt. Und wir können noch etwas, was kein technisches Gerät kann. Wenn eine Gruppe von Leuten sich unterhalten, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu konzentrieren auf eine Person, was die gerade sagt. Und alles andere wird unterdrückt. Das ist kein Mikrofon. Wir können das mit den 6 Ohren, die uns der Schöpfer so gegeben hat. Das Signal wird 3-mal umgewandelt, von mechanisch in hydraulisch und dann nochmal in elektrisch. Hier sehen wir einen Schnitt durch das Ohr. Das Besondere ist hier das Innenohr. Im Innenohr haben wir sozusagen ein Klavier und auf diesem Klavier haben wir etwa 24.000 Tasten. Und auf diesen 24.000 Tasten spielen die hydraulischen Schwingungen und setzen das in elektrische Signale um und das elektrische Signal wird zum Gehirn geführt und dann hören wir elektrisch. Das führt alles unser Gehirn in sehr komplizierten Programmen aus. Wir haben jetzt an diesen Beispielen gesehen, dass der Mensch total verkabelt ist mit Informationsleitungen und wir können sagen, alle Funktionen unserer Organe sind abhängig davon, dass sie informationsgesteuert sind. Wir sehen also, wenn wir etwas erfahren wollen über die Herkunft des Lebens, wo das herkommt, müssen wir die Frage stellen, woher kommt die Information? Und wenn wir das wissen, dann sind wir der Frage, der Antwort sehr nahe, woher das Leben kommt. Also gibt es die Frage, was ist Information? Es gibt viele Möglichkeiten, Information zu definieren. Definieren, in der Definition ist man immer frei. Jetzt machen wir etwas ganz Besonderes. Wir suchen diese eine spezielle Definition, mit der es uns möglich ist, Naturgesetze der Information zu formulieren. Das Ziel jetzt. Der amerikanische Mathematiker und Kybernetiker Norbert Wiener sagte einmal, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Hat er recht? Er hat schon eines auch erkannt, dass Information nicht eine Größe ist, die zur Materie gehört. Aber was Information ist, hat er uns leider verschwiegen. Und so müssen wir selbst an die Arbeit gehen, herauszufinden, was ist Information. Frage, ist das Information, was wir hier sehen? Diese Hieroglyphen. Nun, man kann auch dagegen einwenden, das ist ein Tapetenmuster, was die alten Ägypter sehr geliebt haben und darum haben sie solche Eulen und Grashalme in ihre Gräber dort eingemeißelt als Verzierung. Und in der Tat, es gab mehrere Jahrhunderte, wo niemand das lesen konnte. Erst als man diesen Stein von Rosetta fand, wo also 3 verschiedene Sprachen auf einem einzigen Stein eingemeißelt sind, und unten war die Schrift in Griechisch und oben waren die Hieroglyphen. Da konnte man durch Zuordnung und lange Zeit an Forschung herausfinden, welches die Bedeutung der Hieroglyphen ist. Heute sind wir gewiss, es ist eine Schrift, es stellt Informationen dar. Und ein Programmierer hat einmal ein Programm geschrieben, man gibt einen deutschen Text in den Computer ein und bekommt dann errechnet vom Computer die Übersetzung ins Hieroglyphische. Also heute haben wir verstanden, das ist wirklich Information. Eine Definition in den Wissenschaften muss sehr präzise sein, sie muss sehr klar sein, sie muss exakt, sie muss eindeutig abgegrenzt sein, sodass nur die definierten Subjekte enthalten sind und alles andere ausgeschlossen wird. Eine solche Definition suchen wir. Was also ist Information? Nun, hier haben wir die Definition, wie ich sie einmal so nach langer Zeit der Forschung herausgefunden habe. Information hat 5 Ebenen. Das ist gut erklärbar an einem Buch. Ein Buch hat eine Menge von Buchstaben. Wir können die A's, die B's und die C's zählen, dann würden wir Statistik treiben. Wir sehen aber, dass die Wörter nicht irgendwie willkürlich da stehen, sondern sie folgen einer bestimmten Grammatik, einem Zeichensatz, und das nennen wir die Syntax.
Die nächste Ebene ist die Semantik und das ist die Bedeutung. Wir lesen ja ein Buch, um die Bedeutung herauszubekommen. Die nächste Ebene der Information ist die Pragmatik oder mit dem deutschen Wort Handlung oder Tat. Wir haben gesehen, die Laufmaschine, die konnte eine Treppe hochgehen aufgrund von Information. Also aufgrund dieser Information folgte eine Handlung. Das nennen wir Pragmatik. Und jede Information, die irgendwo geschrieben oder verfasst wird, wird ausgesandt mit einem bestimmten Ziel. Wenn wir in Urlaub sind und schicken eine Postkarte einem Freund, dann teilen wir mit, das Wetter ist gut oder wollen ihm eine Freude damit bereiten. Das ist das Ziel, das Ergebnis und das nennen wir mit dem schönen griechischen Fremdwort Apobetik. So, damit haben wir die Definition von Information und jetzt ist ganz einfach, immer dann, wenn wir ein unbekanntes System untersuchen, prüfen wir, ob wir alle diese fünf Ebenen finden. Wenn sie vorkommen, dann sagen wir, jawohl, ist Information. Und dann sind unsere Naturgesetze der Information gültig. Wenn eine der Ebenen fehlt, dann sagen wir, das ist in unserem Sinne keine Information. Also wir sehen, gar nicht so schwierig, man kann das immer herausfinden. Machen wir mal ein paar Beispiele, dass wir das sehen. Hier in dem Bereich A, was wir dort hier vorfinden, das sind alles Systeme mit Information, wo wir alle diese fünf Ebenen finden. Also ein Buch, eine Zeitung, ein Computerprogramm, die Hieroglyphen und viele, viele andere Beispiele. Da unten sind ein paar andere Beispiele angegeben, zum Beispiel eine Schneeflocke. Ein Physiker würde sagen, ich schaue mir eine Schneeflocke an und informiere mich über die Form der Schneeflocke. Er verwendet das Wort Information, obwohl es in unserem Sinne keine Information ist, weil wir dort keine Kodierung finden, wir finden keine Grammatik, wir finden nur eine Ordnungsstruktur. Also es ist sehr leicht zu entscheiden, ob etwas Information ist oder nicht. Jetzt kommen wir und nähern uns immer mehr dem Leben, woher das Leben kommt und schauen uns die Information im Leben an. Und das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Davon hat Darwin überhaupt nichts gewusst. Wir wissen, dass alle Information gespeichert ist in diesen sogenannten DNS-Molekülen. Und wir finden dort einen Code, der vier Buchstaben hat: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und mit Hilfe dieser vier Buchstaben wird alles geschrieben, was es da zu schreiben gilt. Das ist also eine Vier-Buchstaben-Schrift. Im Computer haben wir nur eine Zwei-Buchstaben-Schrift. Es wird alles mit Nullen und Einsen dargestellt. Das hat Darwin nicht gewusst. Das ist aber sehr wichtig zum Verständnis der biologischen Systeme. Hier sehen wir nochmal die Struktur dieses DNS-Moleküls im rechten Bild. Das ist so eine Doppelwendel. Und dazwischen befinden sich die einzelnen Buchstaben. Auf der linken Seite sehen wir die chemische Struktur dieser Buchstaben. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Teil. Jetzt werden wir die Naturgesetze der Information kennenlernen. Wir werden sehen, die sind nicht schwer. Sie sind leicht zu lernen. Das kommt uns heute Abend sehr entgegen. Aber wenn ich hier in die Gesichter schaue, alle sind noch topfrisch. Also da können wir richtig mit frohem Mut rangehen und noch ein paar Dinge noch neu dazulernen. Also, die Naturgesetze zunächst einmal wollen wir festhalten, kennen keine Ausnahme. Sie sind immer gültig. In Klammern jetzt einmal gesagt, für Bibelkenner, wo ja von Wundern die Rede ist, der Schöpfer, der die Naturgesetze gemacht hat, kann natürlich seine Naturgesetze ändern. Aber normalerweise lässt er die Naturgesetze so, wie sie sind. Darum können wir Brücken bauen, darum können wir Autos bauen, darum können wir alle Dinge tun, weil die Naturgesetze diese wunderbare Eigenschaft haben, dass sie immer gültig sind und keine Ausnahme haben. Das kommt uns sehr entgegen, wenn wir gleich Schlussfolgerungen ziehen werden, dann sind wir ganz gewiss, die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, die sind wirklich wahr. Die Naturgesetze haben erlaubenden und verbietenden Charakter. Also manches erlauben die Naturgesetze, zum Beispiel wenn eine Firma Coca-Cola herstellt und schüttet das in einen Fluss, meinetwegen in die Aare, oder welches ist der nächste Fluss hier, dann hätten wir bald einen Fluss aus Coca-Cola.
Da hätte niemand, kein Naturgesetz, etwas dagegen, vielleicht der Bürgermeister des Ortes, aber sonst wäre das kein Problem. Aber es gibt andere Dinge, die werden von Naturgesetzen verboten. Zum Beispiel dieses Bild, was wir hier sehen. Da läuft Wasser an einer Rinne hoch und fällt dann als Wasserfall wieder runter. Und dann geht fließt das Wasser wieder bergauf und fällt erneut runter. Haben wir sowas schon mal gesehen? Ich habe also in diesen Tagen einige Wasserfälle in der Schweiz gesehen, aber ich habe immer nur gesehen, dass das Wasser runterfiel. Nie, dass es von alleine hochging. Das werden wir auch nirgendwo sehen. Und selbst wenn wir bis nach Australien gehen, das ist in dieser Welt ein unmöglicher Vorgang. Warum? Weil es ein Naturgesetz gibt, einen Energiesatz, der so etwas verbietet. Also ein Naturgesetz erlaubt bestimmte Dinge und ein Naturgesetz verbietet etwas. Jetzt muss man etwas dazu sagen zum Verbieten, was das heißt. Wir fahren ja manchmal mit dem Auto auf eine Kreuzung zu und da steht ein Stoppschild. Da sollte man natürlich nicht rüberfahren, ohne vorher angehalten zu haben. Aber vom Prinzip kann man es tun. Man kann dem widersprechen und fährt über die Kreuzung rüber, ohne angehalten zu haben. Das geht bei einem Naturgesetz nicht. Wenn ein Naturgesetz etwas verbietet, dann kann man das niemals überschreiten. Das ist nicht möglich. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft der Naturgesetze. Noch kurz ein Hinweis. In der Physik haben wir 7 Basiseinheiten, Kilogramm, Meter, Ampere, Kelvin, Mol, Candela und Sekunde. Mit Hilfe dieser 7 Einheiten kann man jede beliebige Größe der Materie beschreiben. Ob das eine elektrische Größe, eine kalorische Größe ist, jedes ist möglich. Information lässt sich mit Hilfe dieser Basiseinheiten nicht beschreiben. Damit haben wir noch einmal den wissenschaftlichen Beweis, dass Information eine nicht materielle Größe ist. Das ist sehr wichtig. Nun haben wir schon eine ganze Menge gelernt. Jetzt kommen wir zum ersten Naturgesetz. Irgendetwas Materielles, wie physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Also wie ein Pferd nur ein Pferdefohlen kriegen kann und Radieschen nur Radieschensamen produzieren können, so kann etwas Materielles auch nur Materielles hervorbringen. Niemals etwas Nicht-Materielles. Ja? Ein sehr einfaches Gesetz, ein sehr grundlegendes Gesetz, das man prüfen kann und feststellt, es trifft immer zu. Dieses Gesetz werden wir gleich noch anwenden und wir werden sehen, wie viel wir daraus rausholen können. Das zweite Gesetz ist dieses hier. Information ist eine nicht-materielle, ja sogar fundamentale Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Das haben wir vorhin schon erkannt an der Laufmaschine. Und jetzt formulieren wir das als Naturgesetz. Das dritte Naturgesetz lautet, Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen. Also niemals durch Zufallsprozesse kann nie Information entstehen. Nun, wenn es nicht zufällig entstehen kann, die Information, wie dann? Nun, das sagt uns jetzt das vierte Gesetz. Das vierte Gesetz sagt, Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Nun merken wir, das sind 4 Gesetze, gar nicht schwer, haben wir alle gut abgespeichert, jetzt können wir damit arbeiten. Ich wiederhole nochmal, etwas Materielles kann nichts Nicht-Materielles erzeugen, Information ist etwas Nicht-Materielles und Information kann nicht in Zufallsprozessen entstehen, also dann, wie sonst, durch einen intelligenten Sender. Wir sehen, gar nicht schwer. Und jetzt werden wir das anwenden. Das ist das ja, was man in jeder Wissenschaft immer tun kann und soll. Ich leite noch einen Satz C ab, 4C. Jede Informationsübertragungskette kann zurückverfolgt werden bis zu einem intelligenten Sender. Das ist ein sehr wichtiger Satz, ein abgeleiteter Satz. Was soll der heißen? Wir können in den meisten Fällen den Urheber der Information gar nicht sehen. Beispiel, wir fahren mit dem Auto, hören aus dem Autoradio, meinetwegen die Nachrichten. Und die Frage ist, wo kommt das her? Aus dem Radiogerät? Nein, das ist ein materielles Gerät, kann also nicht Informationen erzeugen. Auch der Sendemast kann das nicht, sondern es braucht am Anfang dieser Kette einen intelligenten Urheber, wer sich das ausgedacht hat.
Also das Wichtige, in den meisten Fällen sehen wir den Urheber der Information nicht. Aber niemand würde sagen, diese Information braucht keinen Urheber. Das sagen wir bei den Hieroglyphen, das sagen wir bei jedem Buch, bei jeder Postkarte, die wir bekommen, es hat einen Urheber. Das ist sehr wichtig zu wissen. So, jetzt kommen wir zum entscheidenden Schlag. Jetzt werden wir all das, was wir so mühevoll jetzt gelernt haben, anwenden. Und wir ziehen jetzt weitreichende Schlussfolgerungen. Erste Schlussfolgerung. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir daraus schließen, es muss einen Sender geben. Also wir haben erkannt, die DNS-Moleküle stellen genau solche Informationen dar, wie wir sie definiert haben. Und dafür haben wir Naturgesetze gefunden. Und jetzt können wir sagen, es muss dazu einen Sender geben. Also es geht nicht von alleine in der Materie. Und damit haben wir automatisch den Atheismus widerlegt. Der Atheismus ist eine tote Idee. Also wer dem folgt, schade. Ist nicht mehr wissenschaftlich in der richtigen Spur. Das müssen wir ihm schon mal sagen. Herr Dawkins, der in England ein Buch von 500 Seiten für den Atheismus geschrieben hat, liegt völlig daneben mit dem, was er 500 Seiten sagt. Schade, wenn man sich so massiv irrt. Wir können ihm mit Hilfe von Naturgesetzen sagen, es stimmt nicht, was du sagst. Also der Atheismus ist widerlegt, wissenschaftlich widerlegt. Es ist nicht eine philosophische Streitfrage, sondern wir haben mit Hilfe von Naturgesetzen gesagt, es ist eine unmögliche Idee. Das war eine gute, wichtige Schlussfolgerung. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Weil die Dichte und Komplexität in den DNS-Molekülen billionenfach größer ist als unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Also wer so etwas programmieren kann wie ein Gehirn, eine Embryonalentwicklung, da sehen wir, das braucht viel, viel mehr Intelligenz, als wir Menschen überhaupt ein Einzelner wie zur Verfügung haben kann. Das können wir erkennen. Ich hielt diesen Vortrag an einer Universität. In diesem Moment meldet sich eine kluge Studentin. Und ich habe ja immer von dem Sender gesprochen. Da sagt diese Studentin zu mir, ich weiß genau, was Sie sagen wollen. Sie wollen doch sagen, es muss einen Gott geben, der das gemacht hat. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sehr scharf mitgedacht. Ich habe noch gar nicht über Gott gesprochen, aber Sie haben schon erkannt. Ich freue mich über diese Jugend, die so pfiffig und so klug ist. Und daraufhin hat sie dann geantwortet, okay, sagt sie, aber jetzt kommt meine entscheidende Frage. Sagen Sie mir doch einmal, woher weiß Gott das, wie man sowas programmiert? Prima Frage. Die Frage war, die war super. Warum? Dann habe ich hier Folgendes gesagt. Wieso, schauen Sie her. Nicht wahr? Sie lernen ja hier, vielleicht studieren Sie Informatik und Sie haben einen Professor, von dem Sie lernen, wie man Programme schreibt. Und so haben Sie das richtig erkannt. Dieser Gott, sage ich, der das programmiert hat, der hat das auch von einem anderen Gott gelernt. Es gibt noch einen zweiten Gott und der ist klüger als Gott. Und so, dann haben wir das Problem gelöst. Ja, Moment mal, jetzt kommt ja die Frage, wer hat denn, nenne ich ihn mal den Übergott, wer hat denn diesen Übergott informiert? Kein Problem, nehmen wir einen dritten Gott dazu, einen Übergott, und der hat dann wieder den Gott informiert. Aber hier merken wir, es passiert genau dasselbe, wir werden das Problem nicht los. Jetzt beim dritten Gott, wer hat den dritten Gott informiert? Und jetzt nehmen wir einen vierten dazu. Und jetzt sehen wir, was passiert, wir brauchen unendlich viele Götter. Ja, ist klar, immer noch einen drauf. Aber jetzt wollen wir weiterdenken, und das habe ich als der Studentin auch erklärt. Ich sage, jetzt wollen wir mal überlegen, was können wir von diesem letzten Gott in dieser Reihe sagen? Mathematisch darf man nicht so reden, aber ich tue das mal vereinfacht. Was können wir von dem letzten Gott sagen? Nun, er muss, weil sich ja die Information ständig steigert und akkumuliert, kommen wir auf unendlich viel Information. Oder Allwissenheit.
Das heißt, dieser letzte Gott, der muss wissen, was jedes Atom in der Sonne macht. Der muss wissen, was jetzt gerade im Andromeda-Nebel bei dem und dem Stern geschieht. Der muss wissen, was jede Zelle meines Körpers macht. Der muss wissen, was mein Leben gewesen ist, was ich je im Leben gedacht habe. Und nicht nur ich, sondern alle Menschen. Denn es gibt ja für diesen Mensch, für diesen Gott, der alle Dinge weiß, keine Frage, auf die er antworten müsste. Das weiß ich nicht. Der muss alles wissen. Stimmen Sie zu? Ich sage, sehen Sie, jetzt haben wir das Problem gelöst. Aber ich sage, Moment, in der Wissenschaft machen wir Folgendes. Wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell, aber es muss inhaltlich gleichwertig sein. Ich sage, was wäre ein Modell, das gleichwertig wäre dem mit unendlich vielen Göttern? Wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott, dann muss aber dieser eine Gott allwissend sein. Der muss alles wissen. Okay, das haben wir jetzt mit Hilfe der Naturgesetze der Information herausgefunden. Es muss einen Gott geben, der allwissend ist. Hätten wir das gesagt, dass wir das aufgrund der DNS-Moleküle und der Naturgesetze der Information haben herausfinden können? Mit Gewissheit aber, das ist keine Spekulation, das ist Naturgesetz. Es muss diesen einen Gott geben. Gut, da sind wir sehr weit schon mal. Wir können noch nicht die Antwort geben, wer das ist, aber den muss es geben. Wir können noch eine weitere Schlussfolgerung ziehen. Vielleicht haben wir gelesen im Römerbrief Kapitel 1, da steht, dass man aus den Werken der Schöpfung erkennen kann, dass ein ewiger Gott sein muss. Ich muss sagen, ich habe viele Jahre da immer gerätselt an diesem Text. Wie kann ich an den Werken der Schöpfung sehen, dass dieser Gott ewig sein muss? Jetzt ganz einfach. Wenn dieser Gott, der da unbedingt sein muss, allwissend ist und es für ihn keine Frage gibt, auf die er antworten müsste, das weiß ich nicht, dann muss er alles wissen. Alles zurückliegend weit in alle Ewigkeit muss er wissen. Und wie ist mit der Zukunft? Muss er auch wissen. Er muss wissen, was morgen ist, was übermorgen ist, was in 1000 Jahren ist, was in alle Ewigkeit ist. Wenn er aber alles weiß, von Ewigkeit zu Ewigkeit, geht das nur, wenn er selber ewig ist. Ja, ganz einfach. So können wir schließen, aus den Werken der Schöpfung, so haben wir es ja gemacht, dass ein ewiger Gott sein muss. Also haben wir schon herausgefunden, es muss einen Gott geben, er muss allwissend sein und er muss auch ewig sein. Wir haben nur bisher die Naturgesetze der Information angewandt. Wunderbar. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zum Materialismus. Das ist die Basisidee des Kommunismus. Es ist eine ganze philosophische Richtung, dieser Materialismus. Es war auch die Basisidee des Nationalsozialismus. Also viele Ideologien beruhen auf Materialismus. Und jetzt packen wir den Materialismus mal so richtig an. So, weil Information, haben wir ja gesagt, eine fundamentale, nicht materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, der Mensch aber in der Lage ist, Information zu erzeugen, können wir schließen, der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Ja, ist klar. Die Materie ist nicht in der Lage, Information hervorzubringen. Jetzt wollen wir ein Stück mitdenken. Ich habe hier einen Kugelschreiber und kann mit dem Kugelschreiber Information schreiben. Ist der Kugelschreiber die Quelle der Information? Doch wohl nicht. Das ist Materie. Ist meine Hand die Quelle der Information? Na, doch wohl nicht, das ist Materie. Aber jetzt kommt die Frage, ist mein Gehirn vielleicht die Quelle der Information? Klare Antwort, nein. Das Gehirn kann nie und nimmer die Quelle der Information sein. Warum nicht? Weil das Gehirn Materie ist. Das heißt also, die Quelle der Information kann nur etwas Nicht-Materielles sein. Das heißt, wir brauchen noch einen Teil unseres Menschseins, der nicht materiell ist. Und das ist die Seele. Wir sehen, mit Hilfe der Naturgesetze der Information konnten wir herausfinden, dass wir eine nicht materielle Komponente haben, nämlich die Seele. Das Gehirn, so hier dieser Kugelschreiber, ist ein gutes Werkzeug. Ohne Kugelschreiber geht es nicht.
Ohne Gehirn geht's auch nicht. Das Gehirn ist ein gutes Werkzeug, ein hervorragendes Werkzeug sogar. Aber es ist nicht die Quelle der Information. Okay? Wenn wir das geschnallt haben, haben wir sehr viel schon heute gelernt. Aber wir sind noch nicht fertig. Das wäre ja auch schade, wenn wir so schnell fertig wären. Jetzt kommen wir zur Evolution. Was hat es nun damit zu tun? Weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden sein muss, also ohne Sender, können wir schließen, dass alle Theorien oder Konzepte der chemischen und biologischen Evolution falsch sein müssen. Aber absolut und radikal falsch. Hier ist nichts mehr zu retten. Warum nicht? Weil ein Naturgesetz Nein sagt. Und das ist ein absolutes Nein. Dagegen ist nichts mehr einzuwenden. Das muss ganz tief in unsere Herzen gebrannt sein, dass wir das erkennen und dass wir nie wieder dieser falschen Idee in irgendeiner Weise nachlaufen. So deutlich muss man sagen, weil wir es mit Naturgesetzen widerlegt haben. Diese Evolution kann nicht funktionieren. Denn alles, was wir im Leben sehen, das haben wir uns hinreichend angesehen, beruht auf Information und die kann nie in der Materie entstehen. Aber genau das ist die Aussage der Evolution, dass das in der Materie entstanden sein muss. Jetzt müssen wir unterscheiden zwei Begriffe. Es gibt Mikroevolution und Makroevolution. Wenn ich jetzt eben von Evolution gesprochen habe, dann meine ich damit die Makroevolution, also die Entwicklung über das Tierreich hinweg bis zum Menschen, so wie es postuliert wird. Und das ist ein unmöglicher Prozess. Dann gibt es das Wort Mikroevolution. Mikroevolution ist keine Evolution, sondern das ist etwas, was programmiert ist. Das heißt also, Veränderungen innerhalb der Art sind möglich. Nun, wenn ein Programmierer schon ein Programm schreiben kann und Verzweigungen macht, wenn dieser Datensatz so ist oder jener Datensatz so und wir eine Verzweigung machen und dann durchlaufen wir ein Programm in anderer Weise, wie viel mehr kann das ein allwissender Schöpfer, der jede Situation der Zukunft bereits kennt und entsprechend ein Programm dafür schon vorgesehen hat? Also diese Mikroevolution ist ein vom Schöpfer vorausgesehener Vorgang in dieser Welt, wo eine Veränderung aber immer nur innerhalb einer Art möglich ist. Also zum Beispiel ein Polarfuchs, der dort oben im Norden weiß aussieht, ist wohl aus einem braunen Fuchs entstanden. Warum? Weil der Schöpfer dann, wenn die Umweltbedingungen alle so zusammenkommen, dass er dann weiß wird. Dafür hat er ein Programm geschrieben. Ich bin davon überzeugt, der Schöpfer hat kein Programm geschrieben, wenn ein Fuchs über eine grüne Wiese läuft, dass er denn grün wird. Ist nicht vorgesehen vom Schöpfer. Ja, so ist das vom Schöpfer programmiert. Wir haben es also mit programmierter Information zu tun, bei Veränderungen innerhalb einer Art, aber nie über die Art hinweg. Also diese Evolution ist eine Irrlehre, und zwar die größte Irrlehre unseres Jahrhunderts und des vorigen Jahrhunderts. So deutlich müssen wir das formulieren. Diese Evolution hat nie stattgefunden. Das ist harter Tobak. Ich habe das in Japan an den Universitäten erzählt, in den USA. Ich war ja, in allen Erdteilen bin ich gewesen. An keiner Uni war auch nur ein Professor, der sagte, was Sie da gesagt haben, stimmt nicht. Gegen Naturgesetze wollte niemand etwas einwenden. Hätte ich eine philosophische Idee präsentiert, hätte man sofort gesagt, ja, da müssen wir nochmal richtig streiten drüber. Bei Naturgesetzen ist nichts zu streiten. Und dies ist ein Argument, das können wir überall leicht verwenden. Das kann man verstehen. Jetzt muss ich noch etwas sagen zum Thema Tod. Der Tod spielt ja in der Evolution eine sehr wichtige Rolle. Es gibt vier Lehrsätze über den Tod aus der Sicht der Evolution. Nämlich, der Tod ist eine notwendige Voraussetzung für die Evolution. Der Biologe Hans Mohr sagt, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes. Zweiter Lehrsatz,
Der Tod ist eine Erfindung der Evolution. Hans Widmar Tanner sagt, die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt. Da frage ich mich, wie macht eine Evolution und erfindet einen Tod? Wie soll sowas denn gehen? Aber sowas wird alles erzählt. Dritter Satz, der Tod ist der Schöpfer des Lebens. Haben wir das schon mal gehört? Aber so ist es. Ein Mikrobiologe, Reinhard Kaplan, sagt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Er sagt Folgendes, das weniger Angepasste in der Evolution muss durch Tod ausgemerzt werden und die Lebewesen, die schon etwas weitergekommen sind, die bekommen die Chance zur Vermehrung. Und darum hat der Tod diese wichtige Funktion, das weniger Angepasste auszumerzen, damit es bergauf geht. Also können wir auch so sagen, lieber Tod, vielen Dank, du hast es so gemacht, dass wir heute hier sind. Das ist die Konsequenz, wir müssen es zu Ende denken. So etwas wird uns zugemutet. Ich komme zum vierten Lehrsatz über den Tod. Der Tod ist das absolute Ende des Lebens. Das werden wir merken im Gespräch mit Leuten, die der Evolution glauben, die sagen, mit dem Tod ist alles aus. So sagt es Manfred Eigen, ein Nobelpreisträger aus Göttingen. Er sagt, das Leben ist ein allein in den Gesetzen der Physik und Chemie begründeter Materiezustand. Ich finde es so schade, dass ein Nobelpreisträger so etwas sagt. Dass er sagt, es gibt nur Materie. Natürlich, wenn es nur Materie gibt, dann ist mit dem Tod alles aus. Und das ist der Riesenirrtum, wie wir gesehen haben, der Materialisten. So, bisher haben wir nur Naturwissenschaft getrieben und haben sehr viele Erkenntnisse gefunden. Aber jetzt bleiben einige Fragen übrig. Wer ist denn der Sender? Die Antwort haben wir noch gar nicht gegeben. Das wollen wir wissen. Wir Menschen sind neugierig, ich möchte eine Antwort darauf haben. Wer ist dieser Sender, der unendlich intelligent ist und der ewig ist? Das möchte ich wissen. Wir haben ja gesagt, es gibt keinen Atheismus, das ist unmöglich. Jetzt merken wir kommen an eine naturwissenschaftliche Grenze. Die Gesetze der Information, die Naturgesetze der Information geben uns darauf keine Antwort. Wie in jeder Wissenschaft kommen wir immer an eine Grenze. Unsere Fragen gehen aber weit darüber hinaus. Wo finden wir die Antwort? Nun, das ist die entscheidende Frage. Aber jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, in dem wir über 3000 prophetische Aussagen finden, die sich bereits erfüllt haben. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Ich habe mehrere Vorträge in Kasachstan gehalten. Kasachstan ist ein muslimisches Land. Und nach meinem Vortrag, wo ich über Naturwissenschaft und Bibel gesprochen habe, war immer irgendein Student dabei und stellte mir folgende Frage. Sie haben heute nur über die Bibel gesprochen. Warum haben Sie nicht den Koran erwähnt? Ich dachte, das ist die beste Frage, die es gibt. Warum? Ich konnte sagen, es gibt in dieser Welt kein zweites Buch, indem wir erfüllte, wirklich erfüllte prophetische Aussagen finden, wo zum Zeitpunkt A etwas ausgesagt wurde und exakt das zu einem späteren Zeitpunkt stattfand. Das gibt es nur in der Bibel. Und da die Bibel ein so ausgezeichnetes Buch ist und alle anderen Bücher dagegen wegfallen, habe ich auch nur über die Bibel geredet. Ich wollte Ihnen ja nicht irgendwas Falsches anbieten. Da war die Frage erledigt. Keine Nachfrage. Wir stehen auf unvorstellbar sicherem Boden, wenn wir über die Bibel reden. Es gibt nichts Sichereres in dieser Welt als die Bibel. Und der Jesus hat gebetet zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Also hier sind wir wirklich an der Quelle der Wahrheit. Jetzt können wir nur noch hineinschauen, was dort steht, und dann haben wir die Antworten, die wir noch brauchen. Woher kommt das Leben? 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sprüche 8, Vers 30, in dem ersten Vers erfahren wir noch gar nicht genau, wer das Nadon ist, dieser Gott.
Aber in Sprüche 8 steht ein ganz merkwürdiger Vers, da heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Was ist das denn nun, ein Werkmeister? Ein Werkmeister ist etwas, der etwas ausführt, der das tut, der das macht. Aber das ganze Alte Testament schweigt weiter über den Werkmeister. Das erfahren wir erst im Neuen Testament. Und da im Johannesevangelium, jetzt geht es kräftig los. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier erfahren wir, dass alles, was wir in dieser Welt sehen, die Embryonalentwicklung, wir selbst, jede Ameise, jeder Baum, jede Blume, alles, was es in dieser Welt gibt, jede beliebige Galaxie, es ist nichts ausgenommen, alles ist durch das Wort gemacht. Und dieses Wort, wenn wir weiterlesen, ist eine Person, das ist Jesus Christus. Durch ihn ist also alles gemacht. Und im Kolosserbrief wird der Bogen der Schöpfung noch weiter gezogen und da heißt es, Kolosser 1, Vers 16 und 17, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und es besteht alles in ihm. Von Jesus können wir niemals zu groß denken. Er ist der Urheber aller Dinge. Er ist der Erfinder des Lebens. Er ist der Erfinder aller Programme, die wir in all den Lebewesen finden. Er ist der Urheber der gesamten Welt. Gott, der Vater, so möchte ich es mal ausdrücken, hat den Herrn Jesus als Werkmeister, als Schöpfer, im Englischen heißt es der Craftsman, eingesetzt, um das alles zu machen. Das ist Jesus. Jetzt wissen wir, wer dieser Urheber alle Dinge ist, den wir von den Naturgesetzen der Information fordern mussten, dass er sein muss. Der ewig ist und der allwissend ist. Das ist Jesus. Was ist dann die Bestimmung des Menschen? Jetzt wollen wir noch nachdenken. Wir haben die Lehre über den Tod gehört, was die Evolution sagt. Und jetzt hören wir die Aussage über den Tod von der Bibel her. Und die Bibel hat drei Lehrsätze über den Tod. Der erste Satz heißt, der Tod ist durch die Trennung des Menschen von Gott verursacht. Der Tod ist ein Feind, also kein Freund, wie es die Evolution sagt. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Das sind drei sehr wichtige Sätze über den Tod. Tod in dieser Welt haben wir deswegen, weil es Sünde gibt. Warum? Weil wir alle, wie die Bibel sagt, Lügner sind. Wir haben alle die Gebote Gottes übertreten, ohne Ausnahme. Und sind nicht so, wie Gott das will, was Gott wollte. Darum sind wir Sünder und darum gibt es den Tod. Und der Tod ist etwas Furchtbares, etwas Schreckliches in dieser Welt. Und die Bibel sagt uns, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und jetzt in einem letzten Bild schauen wir uns das nochmal näher an. Weil das zutiefst grundlegend ist für unsere Existenz. Der Tod ist in diese Welt gekommen durch den Sündenfall. Der Mensch tat nicht, was Gott sagte, das ist Sünde. Dadurch trennte sich der Mensch von Gott und die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Es trat der geistliche Tod ein bei Adam und Eva. Das heißt, sie fielen nicht tot um, sie lebten munter weiter, aber sie waren geistlich tot. Sie waren von Gott abgetrennt. Und diese Situation, diese Todeskette von Adam an, in der befinden wir uns alle. Wir befinden uns in dieser Todeskette von Adam an. Wir alle kommen irgendwann durch natürliche Geburt in dieses Leben hinein. Und dieses Rechteck, was ich da gezeichnet habe, das ist das irdische Leben, das wir durchlaufen. In unterschiedlicher Länge. Manche werden nur 20 Jahre alt, bekommen eine Krankheit oder haben einen Autounfall und sterben. Und manche werden 80 oder vielleicht 90 Jahre alt. Und dazwischen liegt unsere Lebensspanne. Und dann irgendwann tritt der leibliche Tod ein. Wir sterben. Und die Bibel sagt uns, gleichwohl herrschte der Tod von Adam an. Für alle Menschen. Und dann kommt
Das, was in Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wir Menschen alle, weil wir so gelebt haben, kommen in das Gericht. Und das ist eine ganz furchtbare Situation, die wir hier jetzt sehen, diese schwarze, dicke Linie, ich möchte das mal bezeichnen, das ist der Zug des Todes. Also wie so eine Eisenbahn, wo dran steht Zug des Todes. Und in so einem Zug sitzen wir. Das ist furchtbar, wenn man sich das mal vorstellt. Wir sitzen im Todeszug. Und wohin fährt der Zug? Was ist die Endstation dieses Zuges? Das ist der ewige Tod. Das nennt die Bibel Hölle. Und die Hölle ist ein unvorstellbar schrecklicher Ort. Ganz schlimm. Der Jesus hat das beschrieben, wie das dort ist. Das ist heiß. Das Feuer hört nicht auf zu brennen. Es ist ewig. Es ist ganz furchtbar. Und das ist die Situation des Menschen. Was sagt nun Gott dazu, wenn er das sieht? Es jammert ihn. Im Buch Jeremia steht, dass Gott weint. Gott weint über uns, dass wir in einem solchen schrecklichen Zug uns begeben haben und munter drauf losfahren. Viele Leute fahren ganz munter in diesem Todeszug daher. Wie schrecklich. Und jetzt kommt der Schöpfer selbst. Und der Schöpfer selbst, nämlich der Jesus, er ist auch traurig darüber und er hat gesagt, ich werde zu den Menschen gehen auf dieser Erde, wo sie gesündigt haben. Und ich werde an einem Kreuz für sie sterben. Ich liebe sie in einem unvorstellbaren Maße. Ich werde für die Menschen in den Tod gehen. Und ich werde alle ihre Sünde dabei tragen. Und jetzt sagt der Jesus, wer dann zu mir kommt, den nehme ich an. Der wird von Neuem geboren, er wird ein neuer Mensch. Und den nehme ich auf ins Himmelreich. Und das ist das, was wir sehen, der andere Zug, der helle Zug. Wenn wir von Neuem geboren werden durch den Herrn Jesus, dann wird Gott unser Vater. Und dann heißt es von uns, nachdem wir auch durch den leiblichen Tod hindurch müssen, da müssen wir durch, aber dieser leibliche Tod hat nicht diese schreckliche Funktion mit dem Ziel der Hölle, sondern da steht in 1. Korinther 15, 21, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht. In Christus werden wir alle lebendig gemacht. Und wo geht's dann hin? In den Himmel, das ewige Leben. Und das ist der Wille Gottes, dass wir in den Himmel kommen. Das ist die Buchung von Gott. Das ist sein Wille, dass wir dieses Ziel erreichen. Also unser Urheber, der uns gemacht hat, starb am Kreuz und lädt uns jetzt ein und sagt, komm, du bist geladen. Du in der zweiten Reihe, dritten Reihe, vierte bis hinten. Er möchte, dass wir alle diese Botschaft für uns annehmen und sagen, Herr, hier bin ich. Und dann können wir heute nach Hause gehen als solche, die unser Leben ihm abgegeben haben zum ewigen Leben. Lass dich erretten. Es ist Rettungstag heute. Dieser Schöpfer ruft dich in Liebe, in Barmherzigkeit und sagt, komm, du bist viel zu schade für die Hölle. Komm in den Himmel. Dazu machen wir solche Veranstaltungen, um möglichst viele Menschen für den Himmel zu gewinnen. Ich muss ein Erlebnis erzählen, das hatte ich in der vergangenen Woche. Da ruft mich ein Mann an aus Süddeutschland und er sagt, ich habe diese DVD gehört, die hat mir jemand gegeben. Warum gibt es so viel Leid und Tod in unserer Welt? Ich kannte den Mann nicht. Und er sagt mir, ich habe diese DVD gehört, weil ich selbst in tiefer Not bin. Und er sagte, vor einiger Zeit hat mein Sohn, der gerade ein Studium in Tübingen angefangen hat, am dritten Tag sich das Leben genommen. Boah, ich denke, das ist aber hart. Ich habe mit ihm gesprochen. Und er hatte davon auch auf dieser CD gehört, dass man sich bekehren kann. Und er sagte, ich will Ihnen sagen, mir ist so zumute, wenn ich so daran denke, an den Gedanken der Bekehrung, es ist so, als wenn mir jemand an den Kragen fasst und mich abhält davon. Ich sage, das verstehe ich. Den gibt es, der uns davon abhalten will. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Sie brauchen jemanden, der jetzt in Ihrer schwierigen Situation das mittragen kann. Sie sind gar nicht in der Lage, das zu tragen, so ein Schicksal. Das ist so schwer.
Ich sage, wir wollen zusammen beten. Habe ich mit ihm gebetet. Und wir haben das in die Hände Gottes gelegt. Und ich habe das alles reingepackt, worüber wir gesprochen haben, am Telefon. 5 Minuten später ruft er an und sagt, wissen Sie, können Sie mir dieses Gebet mal aufschreiben und mir schicken? Ich sage, das mache ich gerne. Ich sage, das wird nicht ganz wörtlich sein, aber ich weiß genau, was ich gesagt habe. Schreibe ich Ihnen, schicke ich Ihnen zu. Und ich sage, ich werde Folgendes tun. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Ich werde Ihnen noch 2 CDs mitschicken mit 2 Predigten. Ich sage, hören Sie sich die dann bitte an. Habe ich ihm hingeschickt mit dem Gebet. Und dann habe ich ihn dann in der vergangenen Woche, Ende der Woche, angerufen. Und da wollte ich mich erkundigen, wie die Sache bei ihm steht. Ich sage, haben Sie die CDs gehört? Ja. Ich sage, und ist Ihnen was klar geworden? Ja, sagt er. Aber ist das immer noch schwer, sagt er, wenn ich mich jetzt bekehren sollte? Doch, ich sage, das geht. Ich sage, Gott verlangt von Ihnen nur einen einzigen kurzen Schritt, dass Sie Ja sagen. Sie sagen, ich will. Mehr brauchen Sie nicht. Alles andere tut Gott in seiner Barmherzigkeit, weil er will, dass wir das ewige Leben haben. Ich sage, wollen Sie einmal den Himmel sehen? Ja, sagt er. Ich sage, gut. Ich sage, haben Sie eine Bibel? Ja. Ich sage, holen Sie Ihre Bibel und dann lesen wir ein paar Verse aus der Bibel. Das haben wir getan. Einige Verse, die uns anzeigen, wie wir zum Herrn Jesus kommen können. Dann haben wir es gelesen. Ich sage, haben Sie das verstanden, was wir gelesen haben? Ja, sagt er. Ich sage, dann können wir beten. Dann machen wir das jetzt fest. Dann haben wir gebetet. Herr Jesus, du kennst mein Leben, auch meine Not. Ich bin nicht in der Lage, das zu tragen. Hilf mir. Und vergib mir alle meine Schuld des Lebens. Herr Jesus, nimm du mir alles ab und hilf mir tragen, was ich jetzt so sehr schwer tragen muss und es nicht alleine kann. Komm in mein Leben. So ungefähr haben wir gebetet. Amen. Er auch Amen. Ich sage, jetzt sind Sie durch. Jetzt sind Sie Kind Gottes. Sie sind ausgestiegen aus dem falschen Zug. Sie fahren im richtigen Zug. Jetzt sind Sie erlöstes Kind Gottes. Jetzt können Sie auf den Himmel freuen. Das ist jetzt gebucht für Sie. Wir können überhaupt nichts dazu beitragen. Wir können nur unseren Willen beitragen. Hier bin ich, Herr. Und er nimmt mich an. Der Jesus hat versprochen, ein jeder, der zu ihm kommt, egal wer er ist, wird von ihm angenommen. Ist das nicht großartig? Wir haben einen großen Gott, der uns unvorstellbar liebt. Und das ist das Großartige heute Abend. In dieser Halle sitzt nicht eine einzige Person, von der Jesus sagen würde, dich liebe ich nicht. Sondern er sagt, dich liebe ich auch. Und ich möchte dir sogar alle Schuld vergeben. Komm doch. Komm doch. Lass es dir doch vergeben. Und gehe dann den Weg mit mir. Dann bist du mein Kind und du gehörst mir in Ewigkeit. Und dann kriegst du dieses Wort Jesu auf den Weg. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist heute möglich. Das müssen wir nur noch tun. Aber mit kühnem Schwung, hurra, auf zu Jesus, zum Himmel. Und in diesem Leben haben wir einen, der alles trägt. Und es ist niemand hier, der nicht irgendwas tragen müsste. Wir haben alle was zu tragen. Und da ist einer, der sagt, ich nehme das mit auf meine Schultern. Du hast einen Herrn in diesem Leben und in Ewigkeit. Du bist zu schade für die Hölle. Komm, komm, mach das fest. Es ist Entscheidungstag. Lass dich rufen zu dem, der dich selbst geschaffen hat. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, über deine Liebe, auch über deine unvorstellbare Allmacht, mit der du ein Universum geschaffen hast und alles Leben, auch unser Leben. Und du hast uns gekannt
als wir noch gar nicht geboren waren. Und du weißt alles aus meinem Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, hilf mir, dass ich zurückbleibe und komme. Und hier und heute das ewige Leben aus deiner Hand in Empfang nehme. Hilf mir, Herr Jesus, dass ich nicht eine Kehrtwendung mache und von dir weggehe. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mir jetzt den Mut gibst, zu bleiben und ein Ja zu sagen. Amen. Wir machen das jetzt ganz praktisch, ohne Telefon, ohne Handy oder sonst was, sondern wir bleiben hier zurück in diesem Bereich und wer sagt, diese Entscheidung, diese Gewissheit möchte ich auch haben, dass ich in den Himmel komme. Dann komm dorthin. Und manchmal ist das so, dass wir sagen, ja, ich habe schon so viel gehört, 27 Predigten oder vielleicht sogar 168, ich habe das nie gemacht. Dann komm, mach das fest. Hier ist die Zeit. Ich werde meine Bibel aufschlagen, werde den Weg erklären, genau wie diesem Mann, der die CD gehört hat. Und dann machen wir das fest. Und dann gehen wir nach Hause als Kandidat des ewigen Lebens, als Kandidat des Himmels. Es gibt in dieser Welt nichts Größeres, was wir tun können, was wir entscheiden können. Also auf mit fliegenden Fahnen dorthin zu Jesus. Ich lade dazu ein. Wir hören jetzt zum Schluss nochmal den Chor, der so wunderbar gesungen hat, dass uns das nochmal ruft. Und dann kommen wir dorthin. Man kann auch jemanden mitbringen. Vielleicht hat jemand einen eingeladen, den Nachbarn oder die Nachbarin. Dann kommen wir doch gemeinsam. Wir haben nur eine große Halle hier. Ist doch gar kein Problem. Wir haben doch keine Platzprobleme hier. Dann kommen wir dorthin. Und so viele dort kommen, können es annehmen. Und so viele werden unvorstellbar reich. Hier und heute. Gott segne dich.